Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Diesmal ein Team Deathmatch auf der kleinsten Map in Blobs und zwar Nuketown. Ich habe in meinen Koffer gepackt die Farmers mit einem Schalldämpfer und die M1911. Als Perks nutze ich Hardliner, Fingerfertigkeit und Ninja. So, ich komme auch direkt noch zu meinen Abschussserien und zwar habe ich dabei auf der 5 das Care Package, auf der 6 den Mörserschlag und auf der 7 den Commander Krieger Kampfhubschrauber. So, diese Granate kann ich euch anfangs empfehlen und auch genau diesen Laufweg. Warum? Ich bin am Anfang so ziemlich verreckt, weil die Leute, die da kommen, achten nicht auf diese Ecke. Da habe ich am Anfang einige Deaths kassiert, aber jetzt nutze ich dieses Mittel auch sehr effektiv, wie ihr seht. Und ich kann das nur an euch weitergeben, dass ihr die Ecke hier von diesem LKW nutzt. Die Leute werden hinten gespawnt und kommen automatisch, ja, hier vorne hin, weil sie versuchen, rüber zu rennen. Und das sorgt dafür, dass ich hier jetzt mein Care Package habe und auch direkt meinen Mörserschlag. Der Mörserschlag sieht so aus, man hat 3 Mörserangriffe, sage ich jetzt mal. Und die kann man auf der Map positionieren. So, dann geht das Ding ab und der Typ hat hier nichts zu suchen, der geht erstmal rüber. Da habe ich auch den Kampfhubschrauber, der wird auch sofort rausgeknüppelt. Ich möchte gerne von euch mal wissen, was eure wichtigste Frage ist zu Black Ops, das heißt, was euch am meisten interessiert, was ihr unbedingt wissen möchtet. Bitte postet mir diese Frage in die Videokommentare, das heißt hier unten drunter. Und ich werde in meinem nächsten Video dann diese Fragen beantworten, zumindest die meisten oder die häufigsten. So Fragen mit, wo ich es gekauft habe oder so, dafür gibt es den zweiten Teil. Wieso ich schon online spiele, dafür gibt es den zweiten Teil. Also lest euch auch bitte die Videobeschreibung aus Teil 2 durch. Schaut euch die beiden Teile nochmal an und eure Fragen werde ich beantworten. Ich komme jetzt aber erstmal nochmal dazu. Die Leute schreiben mir momentan sehr viel in meine Videokommentare oder Kanalkommentare oder auch Nachrichten. Commander, wann kommt das nächste Video? Leute, ich bin selber heiß drauf, Videos hochzuladen ohne Ende. Glaubt mir das. Aber es gibt 3 wichtige Punkte. Der erste Punkt ist die Zeit. Die Zeit, es kostet Geld, man muss selber noch spielen, aufnehmen, dann muss das Ganze konvertiert werden. Es ist ein Riesenaufwand, so ein Gameplay erstmal überhaupt hochzuladen. Das ist nicht mal eben, ich spiele, kommentiere mal 2 Minuten und lade es hoch, sondern es ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Der zweite Punkt ist, ich möchte nicht unbedingt, dass mein Zweitkanal, beziehungsweise dass die Videos auf meinem Zweitkanal von Black Ops gesperrt werden. Das heißt, ich möchte deshalb, dass ihr mich nicht abonniert, einfach damit dieser Kanal nicht zu viel, ich sag mal, in das Visier von YouTube gerät, weil ich darf diese Videos eigentlich offiziell noch nicht hochladen, weil das Spielrelease in Deutschland erst am Dienstag ist. So, ab Dienstag werden die Videos dann auch wieder in meinem Kanal kommen. Und der dritte Punkt, warum ich das Ganze mache, ist ganz ehrlich, wenn ich euch jetzt 10, 15 Gameplays schnell hintereinander wegzeigen würde, dann vergeht die Spannung. Und ich möchte ein bisschen Spannung beibehalten, weil Vorfreude ist die schönste Freude. Das schon mal zu Weihnachten. So, ansonsten für die Leute, die sich Black Ops bestellt haben, die es morgen oder heute oder was weiß ich, irgendwann bekommen werden. Ich gebe euch mal jetzt so die ersten Starter-Tipps. Ihr kennt die Maps ja noch nicht. Ihr habt da 2 Möglichkeiten. Entweder ihr geht erstmal in eine private Lobby, schaut euch die Maps genau an oder hier mit den Videos. Oder ihr sagt, ey, drauf geschissen, ich gehe einfach rein und zeig's denen, was ich für ein harter Kerl bin. Wenn ihr mich fragen würdet, für was ich mich entscheiden würde, muss ich ganz ehrlich sagen, das Vernünftigere wäre, sich erstmal die Maps anzuschauen und so ein bisschen die Waffen kennenzulernen. Aber ganz ehrlich, ich habe es auch nur, was weiß ich, bei 2 Maps gemacht, hier in Nuketown und Firing Range. Und danach, als ich erfahren habe, wie ich online gehen kann, zack, online das Ding und ab der Fisch. Auf jeden Fall, das müsst ihr halt für euch entscheiden. Ihr habt am Anfang als Abschussbelohnung dabei die Drohne, die Vorräte und den Kampfhubschrauber. Da empfehle ich euch, folgende Perks zu nutzen, und zwar Hardliner am Anfang, damit ihr schnell eine Drohne bekommt, nach 2 Kills und ihr schon direkt sehen könnt, wo die Gegner sich befinden. Als zweites Perk empfehle ich euch ruhige Hand, weil ruhige Hand sehr effektiv ist, gerade um aus der Hüfte zu ballern. Das finde ich einfach phänomenal, wie das hier gelöst worden ist, was man hier mit ruhiger Hand ja machen kann. Und als drittes Perk, das müsst ihr auch für euch entscheiden, für eure Spielweise,
Wenn ihr offensiv vorgehen wollt und die Gegner flankieren wollt, dann nehmt Marathon mit. Wollt ihr eher erstmal defensiv spielen, euch so ein bisschen, ich sag mal, an eurem Team orientieren, vorsichtig sein, dann nehmt lieber Ninja mit. Das sind so meine ersten Tipps für euch, die ihr mitnehmen könnt. Für die Leute, die kein Headset haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt mit Black Ops auf jeden Fall ein besseres losgezogen als in Modern Warfare 2, weil hier wird nicht so viel Wert auf das Headset gelegt. Also ich höre meine Schritte mit Marathon sehr laut, aber ich höre die Gegner irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinen Einstellungen liegt, muss ich mich mal schlau machen, aber auf jeden Fall hätten sie das ein bisschen in meinen Augen verbessern können für die Headset-Spieler. Ja, leider haben wir die Runde verloren. Die Runde geht aus 7400 zu 7500. Wir haben verloren. Meine Stats sind 26 zu 8. Aber ich wollte euch mal hier meine Strategien auf Nuketown zeigen. Und ich bin mal gespannt auf eure Fragen, die ihr mir in die Videokommentare postet. Und ich werde sie im nächsten Video beantworten. So, wir verabschieden uns hier mit dem dicken Boom. Und wie immer mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal.